Und genau, um jetzt hier noch ein bisschen auf dem Podium weiter zu diskutieren, möchte ich noch ein paar Kollegen und Kolleginnen an meine Seite holen. Als erstes bitte ich Professor Dr. Hermann Ott auf die Bühne. Er ist Senior Advisor für globale Nachhaltigkeits- und Wohlfahrtsstrategien am Wuppertal-Institut und unter anderem auch seit einer kurzen Weile oder schon mittlerweile ein Jahr, glaube ich, bei uns beim DNR mit im Präsidium. Herzlich willkommen. Genau, als zweites möchte ich Anna Cavazzini auf die Bühne bitten. Bühne ist ein bisschen übertrieben. Sie ist Referentin für nachhaltige Entwicklungsziele bei Brot für die Welt. Und last but not least, unseren geschätzten Kollegen Stefan Krug. Er ist Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace hier in Berlin. Sitzt bei uns mit im Haus. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Wir würden jetzt erstmal ein Weilchen hier uns hier vorne unterhalten unter den Kollegen, aber letztlich ist ja auch, war ja die ganze Veranstaltung so ausgerichtet, dass auch das Publikum möglichst Kolleginnen und Kollegen beinhaltet, also dass wir strategisch versucht haben, so zu werben, dass eben die Leute, die herkommen, selber auch aus NGOs kommen, dass sie möglichst auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten und somit irgendwie diese Ideen, die wir hier so austauschen, die Strategien, über die wir hier so sprechen, eventuell sogar auch mitbespielen können oder mit nach Hause nehmen in ihre eigene Arbeit. Das war so ein bisschen die Grundidee. Und das war auch die Grundidee für die Besetzung dieses Podiums. Manuel fällt so ein bisschen raus, aber hat auch eine wichtige Rolle, dass wir quasi sagen, wir möchten Kollegen und Kolleginnen, die sowohl Kenntnisse der Wachstumsdebatte haben oder auch eben so einen Hang dahin, also die darin sehen, die sehen, was daran wichtig ist, die zum anderen aber auch die Logik zivilgesellschaftlicher Organisationen irgendwie kennen. Ne, wie funktionieren die, wie ticken die, wo können die hin, wo aber auch nicht. Genau, und dass sie aber auch darüber hinaus eine Kenntnis der politischen Landschaft und politischer Akteure und Strategien haben. Und Manuel haben wir eben jetzt noch so ein bisschen als den Beobachter und vielleicht auch so ein bisschen Piekser von außen dazugeholt. Der unterstützt uns. Genau, und ich sehe es so ein bisschen als ein strategisches Podium. Mir geht es nicht so sehr darum, wie das ja häufig auf Podien gern gemacht wird. Die Leute sollen sich auf Biegen und Brechen irgendwie streiten und es müssen irgendwelche Debatten herausgepoolt werden. Ich möchte eigentlich eher, dass das hier so ein gemeinsames strategisches Podium wird, wo man so ein bisschen versucht, in die Tiefe zu gehen und zu gucken, wie können wir denn als Zivilgesellschaft zu dieser Debatte was beitragen? Genau, denn wir haben festgestellt, es ist wichtig, diese systemischen Fragen zu stellen. Wir können nicht weiter nur an den Symptomen arbeiten, wir müssen an den Wurzeln arbeiten. Und ich denke, die, die hier auf dem Podium sitzen, haben das schon zu einem großen Teil verinnerlicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir es an? Also wie können wir dieses Dogma, diesen hegemonialen Diskurs in den Griff kriegen. Also was wir da gerade von Malen noch mal gehört haben, dieser Kreis da gerade war ja schon irgendwie sehr eklatant bezogen auf Ziel und Mittel. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es passiert ja schon was in den zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ne? Also es gibt irgendwie hier und da Ideen zu konkreten Suffizienzpolitiken, die dann meistens spezielle Politikbereiche betreffen, sagen wir mal zum Beispiel in der Mobilität. Etc., vielleicht auch mal in der Landwirtschaft und so weiter. Es gibt immer mal eine Publikation, auch von uns, die so ein bisschen versucht zu informieren. Greenpeace hat sich jetzt zur Gemeinwohlökonomie bilanzieren lassen, eben auch eher so als so einen internen Prozess. Es ging viel um Wohlstandsmessung, da ging es schon auch ein bisschen stärker nach außen als gesamtgesellschaftliche Debatte. Und ja, es werden viele Veranstaltungen gemacht, nicht zuletzt von der zivilen Enquete, jetzt auch zum Thema Rechtspopulismus und Postwachstum. Wie kommen wir darüber hinaus? Wie schaffen wir es, diese Hegemonie anzugreifen, diesen Diskurs wirklich mal auf den Kopf zu stellen? Maja Göppel sprach heute Morgen davon, so diese Argumentationslogik mal umzudrehen und zu gucken, was gibt es denn da noch so für Strategien, für Möglichkeiten, da ranzugehen und diesen Knoten mal aufzulösen? Und es würde mich sehr interessieren, was ja, erstmal zu so einer sehr grundsätzlichen Frage, strategischen Frage vielleicht so eine erste Runde euch dazu einfällt. Hermann, ich gebe mal an dich weiter. Soll ich anfangen? Okay. Ja, herzlichen Dank, Theresa, Elena, DNR, für die Ausrichtung dieser schönen Tagung. Mir wurde auch das Herz ganz warm, als Manuel Rivera gerade über die Enquete berichtete.
Und ja, Erinnerungen kamen hoch. Ja, zum Beispiel diese doch dann Festlegung der Enquete, Wachstum sei eben kein Zweck, sondern nur Mittel, was tatsächlich 2 Stunden gebraucht hat, um dazu zu kommen. Und es gab einen letzten sozusagen Widerstand von Seiten der FDP, eines Sachverständigen dort, dessen Namen brauche ich, glaube ich, nicht nennen. Er ist jetzt übrigens Mitglied des Bundestages. Überzeugt war er nicht, sondern er hat sich einfach gefügt dann. Und überzeugt waren die anderen wahrscheinlich auch nicht wirklich, jedenfalls in der Mehrzahl. Sonst würde sich diese eklatante Zahl von 92% in den offiziellen Dokumenten, aber auch eben diese Diskrepanz zwischen der doch durchaus vorhandenen Nachdenklichkeit einzelner Abgeordneter und dem, was dann an offiziellen Verlautbarungen da kommt, nicht erklären lassen. Das Thema ist aber auch eines, was, ich meine, wenn man das Wachstumsdogma als Paradigma nimmt, dann gibt es laut Thomas Kuhn nur eine Möglichkeit, dass dieses Paradigma überwunden wird, und das ist die biologische Lösung. Also es müssen alle sterben, ja, die dieses Paradigma vertreten. Aber es, als Vorausbedingung ist natürlich, dass es überhaupt erstmal ein paralleles Paradigma sich entwickelt. Und da sind wir, glaube ich, erst ganz am Anfang. Dass wir auch eine Fachdiskussion, aber auch eine gesellschaftliche Diskussion bekommen, beziehungsweise jetzt mal richtig bekommen. Das ist ja schon die dritte Welle an Wachstumsdiskussionen, die wir gerade haben, um das bestehende Paradigma zu ersetzen. Und das sehe ich noch nicht. An den Lehrstühlen ist es null sichtbar. Also wahrscheinlich sind 0,01% der ökonomischen Lehrstühle besetzt mit Professorinnen oder Professoren, die hier eine etwas kritischere Einstellung haben. Sehr viel wird es nicht sein. Das heißt, da ist unglaublich viel zu machen. Auf der gesellschaftlichen Seite, die zivile Enquete, ist gerade von Elena Hofmann vorgestellt worden. Das ist ja der Versuch, eine Plattform zu schaffen, die das nicht bringen kann, aber die doch das etwas nachahmt, was die Enquete-Kommission ja als einziges Ergebnis wirklich geschafft hat. Nämlich einen Raum zu bieten, in dem überhaupt über das Thema diskutiert wurde. Und der Anstieg der wachstumsrelevanten Publikationen ist ja überall spürbar gewesen, in den Jahren, in denen es diese Enquete gab. Und das ist das erste Ziel. Ich habe ja mehrere Hüte auf, also als DNR, als Wissenschaftler, auch als ehemaliger und auch jetzt noch aktiver Politiker. Ich bin in das Präsidium des Deutschen Naturschutzrings mit der expliziten Absicht gegangen, das, was wir als Planetary Boundaries bezeichnen, die Ideen, die sich mit dem Anthropozän verbinden oder eben auch Postwachstum, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Denn der DNR ist ja, was die meisten wahrscheinlich wissen, eben nicht nur eine Dachverband von Umweltschutzorganisationen, sondern eben auch von Umweltnutzungsorganisationen wie den Anglern und dem Alpenverein und den Kleingärtnern und was es da alles gibt. Also in die Breite der Gesellschaft hineinzuwirken über eben diese Position, und das habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht für das nächste Jahr. Wobei es nicht so ist, dass ich den Eindruck habe, in Umweltorganisationen wäre das Verständnis auch nur der Problematik durchwegs weiter. Vielleicht bei den Funktionären, also wenn ich jetzt mal etwas despektierlich, also die Hauptamtlichen, sagen wir mal so, dieser Organisation, wo das tatsächlich vielleicht schon etwas weiter ausgeprägt ist. Aber wenn man in die Mitglieder schaut und in die Mitgliederversammlung, wenn man mit Leuten spricht, dann ist sehr, sehr wenig, auch in den traditionellen Umweltorganisationen, von dieser Problematik wirklich angekommen. Da ist ein diffuses Gefühl, ja, es kann irgendwie so nicht weitergehen. Aber was es tatsächlich ist, da ist sehr wenig. Und bei den anderen Organisationen, die ich gerade genannt habe, natürlich noch weniger. Also das ist erstmal die Aufgabe, meine ich, überhaupt einen gesellschaftlichen Diskurs in Gang zu bringen und zum Teil zu halten, den es kurzfristig gegeben hat während der Enquete-Kommission. Ich weiß, wie
alle, die in der Enquete damals waren, entsetzt waren über die geringe Resonanz der Enquete in den Medien. Was ja auch ein Argument gegen Enquetes ist. Ja? Also die meisten Abgeordneten gehen da ja gar nicht gerne rein. Da schickt man die ganz Jungen rein, also die Frischlinge, die können sich da die Hörner abstoßen. Und dann schickt man noch so ein paar rein von der mittleren Ebene, die bei Bedarf die Notbremse ziehen, ja, wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft. Zum Beispiel bei der SPD waren die ganzen Großköpfeten waren alle Ersatzmitglieder. Das heißt, die hätten dann sofort sozusagen eingreifen können, wenn das irgendwie in eine Richtung ging, die ihnen nicht gepasst hätte. Also das, da ist eine Aufgabe, sozusagen jenseits dessen, was wir an Glücksdiskussionen nehmen, das ist so ein Strang der Diskussion, der sich weiter vorzieht, die Glücksdiskussion, kann man auch ohne mehr materiellen Wohlstand glücklich werden. Da bin ich ganz froh drüber, dass sich dieser Strang entwickelt hat, denn daran kann man tatsächlich andocken, um sozusagen deutlich zu machen, dass wir vielleicht das Materielle überbewerten. Aber die eigentliche Aufgabe, da eine echte Diskussion zu führen, sehe ich weder durch die Basisgruppen bisher verwirklicht, die ja sich sehr, sehr schnell, die sich sehr eingeigelt haben. Ich erinnere mich, auf der Degrowth in Leipzig war es praktisch verpönt, sozusagen Leute einzuladen, die sozusagen von draußen kamen, also die sozusagen Mehrheitspositionen repräsentierten. Ich wurde dann gebeten, eine Veranstaltung zur Enquete zu machen, mit ehemaligen Mitgliedern der Enquete, habe ich auch gemacht, war auch ganz erfolgreich, ich glaube, es waren 400 Leute da, aber das war die einzige. Oder es gab noch eine, ich weiß nicht, Daniel, es gab, glaube ich, noch eine andere Organisation, noch eine andere Veranstaltung, aber das war unter den Hunderten, war das die einzige, wo sozusagen Vertreter eines Mainstreams dann auch zu Wort kamen. Und das schwächt, meine ich. Und auf der anderen Seite in den klassischen Organisationen der zweiten Generation von NGOs, würde ich mal sagen, da ist das Thema sporadisch angekommen, beim BUND sehr stark und schon länger, da muss man ihn wirklich loben, bei Greenpeace jetzt seit ein paar Jahren auf, beim NABU sehe ich es noch gar nicht, ich weiß nicht, haben wir jemand hier? Ja. Okay, vielleicht können wir da noch eine Antwort bekommen. Ja, genau. Ja. Aber sozusagen diese Aufgabe, zunächst einmal ein alternatives Paradigma zu entwickeln, da stehen wir noch ganz am Anfang. Genau, hallo auch von meiner Seite. Also vielen Dank auch für die Einladung, für die super gute Konferenz. Genau. Ich bin ja, wie gesagt, von Brot für die Welt. Vorhin war schon eine Kollegin von Oxfam da und ich würde sagen, eine Rolle, die sozusagen von unseren Organisationen, glaube ich, gespielt wird, ist, dass wir schon länger zu solchen dabei arbeiten, sozusagen Umwelt und Soziales auch irgendwie zusammenzudenken. Natürlich irgendwie im globalen Kontext, aber ich glaube schon, dass man sozusagen aus unserer Erfahrung viel, viel lernen kann, auch nochmal für die Postwachstumsdebatte. Also das nochmal so als ganz grundsätzliche Vorbemerkung. Und genau. Man könnte ja sozusagen jetzt hier darüber diskutieren, was politische Strategien sind und politische Vorschläge, aber du hast ja extra gesagt, wir sollen ein bisschen stärker uns auf diese Frage der Hegemonie auch konzentrieren und wie es eben sein kann, dass dieses ganze Postwachstumsthema sozusagen so krass dominant ist. Und ich habe wirklich da mal wieder meinen alten Gramsci rausgeschaut und habe mir die Hegemonietheorie nochmal angeguckt. Und das ist schon ganz interessant, weil der sagt ja sozusagen auch, dass Hegemonie ja nie irgendwas, was von oben dann per Zwang aufgedrückt wird, sondern es ist immer ein Konsens oder so eine bestimmte Vereinigung zwischen den Beherrschten und den Herrschern. Und das finde ich nochmal eine ganz interessante These, weil das ja genau 100% zutrifft auf diese, auf dieses Wachstumsparadigma, weil das eben, wie wir festgestellt haben, sozusagen auch die ganzen Bundestagsabgeordneten, ihre Mitarbeiter, aber auch, glaube ich, wahrscheinlich die normalen Leute auf der Straße halt irgendwie als so einen Konsens sehen würden. Und das hat, glaube ich, echt viel damit zu tun, auch mit solchen emotionalen Geschichten, dass die Leute eben dann doch noch gute Erinnerungen daran haben, was passiert ist, jedes Mal, wenn es sozusagen zum Wachstumseinbruch kam. Ne? Also, weiß nicht, in den 20ern und in Deutschland sozusagen Ende der 90er
oder in Griechenland nach der Eurokrise. Also, und ich glaube, eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, also das wäre jetzt mein erster Punkt, dass man das wirklich nochmal irgendwie diskursiv überwinden muss und ganz viele positive Assoziationen damit auch hervorrufen muss, was auch Hermann schon ein bisschen gesagt hat. Weil ich glaube, die Leute sonst automatisch, wenn sie daran denken, kein Wachstum zu haben, irgendwie, glaube ich, in Panik verfallen. Also das ist meine erste These. Und ich kann auch noch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Es gab ja sozusagen eine politische Partei, die es versucht hat, so ein bisschen mit Suffizienz und mit auch Wachstumsbegrenzung quasi Wahlkampf zu machen und dann grandios gescheitert ist. Also man muss sich einfach nochmal darüber im Klaren sein, was es für Gegner ist. Also Stichwort Veggie Day, das ist eine alte Debatte. Aber wenn man sich das heute, glaube ich, nochmal so ein bisschen auch medientechnisch analysiert, was das sozusagen für eine Anti-Medien-Kampagne war, gegen diesen total zahmen, wirklich lamen Vorschlag eines Freiwilligen, man könnte ja mal einmal die Woche auf Fleisch verzichten, in den öffentlichen Kantinen Vorschlag war, dann muss man sich einfach nur vorstellen, was man hervorruft an Widerspruch und an einen Sturm sozusagen gegen, wenn man ein bisschen mit härteren Vorschlägen rausgeht. Und ich glaube, das erklärt es auch, dass die Bundestagsabgeordneten, ihre Mitarbeiter, wenn sie so um die Ecke gefragt werden, ja, man müsste mal darüber diskutieren, dann schon sagen, ja, man müsste mal darüber diskutieren, aber das ist halt nie sagen würden. Und das ist, glaube ich, das zweite große Problem, weil man einfach zerfleischt wird in der Öffentlichkeit. Das ist halt sozusagen, also ich bin jetzt gerade noch mal so ein bisschen in der Analyse. Deswegen glaube ich als dritten Punkt, ich will es auch nicht erstmal so lang machen in der ersten Runde, dass man schon da irgendwie ansetzen müsste, wo sozusagen diese Diskurse auch entstehen. Also zum Beispiel könnte man ja auch mal ganz platt gesagt vielleicht wirklich auch irgendwelche Postwachstums-Workshops machen mit Mitarbeitern des Bundestages oder auch mit Journalistinnen und Journalisten oder dass man sozusagen mal eine Konferenz organisiert, wo man die Hälfte der Leute eben einlädt, die halt eigentlich Wachstumsbefürworterin sind, aber dann auch mit denen sozusagen einfach mal diskutiert und sozusagen einfach die darauf stößt, dass es auch andere Ideen gibt. Das mal soweit. Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, auf welche Frage ich antworten soll, aber ich glaube, ich ahne es. Ich fand es sehr interessant, ich habe es leider nur zum Teil mitbekommen, welche Ergebnisse die Analyse der Parlamentarier erbracht hat, die aber symptomatisch ist, glaube ich, für das ganze Problem, nämlich eine Verfestigung des Wachstumsparadigmas, die mit Rationalität nichts mehr zu tun hat. Und wenn dem so ist, dann müssen wir, glaube ich, über Strategien nachdenken, wie wir nicht rein argumentativ vorgehen, das ist sicher wichtig, sondern wir müssen auch Kommunikationsstrategien entwickeln, wie wir diese Gehirnwäsche beantworten, die da stattgefunden hat und immer wieder stattfindet. Also ich glaube, wir sind alle geprägt von dem Ideal eines diskursiven Prozesses. Wir haben bestimmte Realitäten vor uns. Wir bringen als Umweltverbände zum Beispiel Problemanalysen auf den Tisch. Wir weisen Umweltskandale nach, fordern dann ganz rational, was zu tun wäre und machen Lösungsvorschläge und setzen uns dann, wenn alles gut läuft, irgendwann mal durch. Irgendwann mal kommt der Klimaschutz und irgendwann mal kommt der Artenschutz und der Naturschutz und so weiter. Hochrationale Diskussionen, gute Argumente, denen irgendwann auch der kleinste Bürgermeister nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Das ist, glaube ich, beim Wachstumsparadigma nur ein Teil der Lösung. Also sicher ist der erste Schritt, dass wir es schaffen, zunächst mal eine solidere faktische Basis für die Postwachstumsthese zu finden. Es gibt in unserer Community natürlich Berge von Studien. Wir alle denken, ja, da ist doch alles schon gesagt, das liegt doch alles auf dem Tisch. Aber ich glaube, das gilt nicht für den offiziellen ökonomischen Diskurs. Hermann hat schon angedeutet, die Forschungssituation ist ziemlich desaströs. Es gibt eigentlich nicht wirklich seriös durchgerechnete Szenarien, jedenfalls meines Wissens, korrigieren Sie mich bitte, wenn das nicht stimmt, die summarische Analysen hinaus wirklich mal Szenarien entwickeln, wie eine Gesellschaft steady state oder schrumpfend oder wie auch immer in den ökonomischen Parametern sich entwickelt über längere Zeiträume. Das sind natürlich Szenarien, wie die klassische Wachstums,
Entwicklung ja auch. Die kann aber immerhin auf eine reale Vergangenheit sozusagen rekurrieren. Insofern die sachliche Basis, glaube ich, zunächst mal wirklich wissenschaftlich fundieren und es schaffen, dass wir im ökonomischen Diskurs eine Stimme finden und ernster genommen werden, als es bisher der Fall ist. Das ist leicht gesagt, aber das ist natürlich ein Riesenangang. Daneben aber, glaube ich, ist die rein argumentative Herangehensweise zum Scheitern verurteilt. Ich wiederhole mich, wir haben es hier mit einer Gehirnwäsche zu tun, mit dem Produkt einer permanenten Gehirnwäsche, die stattfindet. Die ist so erfolgreich, dass, wie es ja eben auch bei Herrn Riviera anklang, überhaupt keine Herleitung mehr kommen muss. Man setzt einfach das Wachstum zum Zweck und jeder weiß sofort, ja, irgendwie, klar, logisch, Wachstum. Wenn Sie in die Bundestagswahlprogramme reinschauen, Union, SPD, unisono, wir brauchen Wachstum, nur Wachstum sichert unseren Lebensstil, nur Wachstum sichert unsere Lebensqualität, Zukunft unserer Kinder und so weiter. Das heißt, hier ist schon eine irrationale Tiefe der Verankerung geschafft, die jede argumentative Schiene erstmal ins Leere laufen lässt. Ja? Weil emotional es eine ganz klare Verankerung bei den meisten Menschen gibt, Wachstum ist unterm Strich notwendig und auch was Gutes. Die Umweltbewusstseinsstudie des BMUB zum Beispiel von 2016 zeigt bei direkten Befragungen, dass 55% der Befragten sagen, wir müssen Lebensqualität unabhängig vom Wirtschaftswachstum sichern. Wenn Sie Leute hinzuziehen, die eher zustimmen, dann sind Sie bei Zustimmungsraten von knapp 80%. Das heißt, innerhalb der Bevölkerung, einer sehr repräsentativen Auswahl, ist zunächst mal der Grundgedanke, dass es irgendwie nicht immer so weitergehen kann mit dem Wachstum, absolut verbreitet. Gleichzeitig aber widerspricht dem die alltägliche Erfahrung. Es ist unmittelbar eingängig für den gesunden Menschenverstand, dass ein Unternehmen, ein Start-up, das eine tolle Idee hat, von einer Klitsche in der Garage, sag ich mal, sich zu einem Unternehmen mit 100, 200, 300 Mitarbeitern entwickelt, den Umsatz steigert, super Idee, das leuchtet unmittelbar ein. Und niemand würde sagen, das ist grundsätzlich falsch oder problematisch, was ihr da macht. Genauso leuchtet unmittelbar ein, dass ein Unternehmen, das wächst, auch mehr Raum für Arbeitsplätze hat. Dass die Umsatzsteigerung viele sozusagen kollateral positive Effekte hat. Dass das an ökologische Grenzen stößt oder dass es zu sozialen Verwerfungen führt, Beispiel Siemens, die hervorragend wachsen und trotzdem Tausende von Leuten entlassen, sind Brüche in der Wahrnehmung, die sehr wohl registriert werden, die aber nichts an dem wirklich tiefliegenden, absolut einleuchtenden Gefühl ändern, dass es das ist, was uns groß gemacht hat als Industrienation und es das ist, was zurzeit die Entwicklungsländer und Schwellenländer groß macht, auch das legitim. Sonst kommen die Leute nicht aus der Armut, auch das absolut unmittelbar einleuchtend. Und dann kommen gewissermaßen unsere Diskurse mit planetaren Grenzen und Ähnlichem. Das sind Brüche, die wir kommunikativ bisher noch gar nicht überwunden haben, weil es eben nicht nur um Argumente geht, sondern um sehr tief verwurzelte emotionale Muster. Da muss ich jetzt nicht die mentalen Infrastrukturen von Harald Welzer bemühen, das geht aber in die Richtung. Also kurzum, neben der sachlichen Fundierung und wissenschaftlichen Fundierung der Forderung brauchen wir vor allem ein massives Framing. Wir brauchen eine Gegengehirnwäsche für das, was sich an Wachstumsdiskurs etabliert hat. Hast du einen konkreten Vorschlag, wo und wie das stattfinden kann? Also so ein bisschen greifbarer nochmal, ist das tatsächlich ein medialer Diskurs, ist das eine Kampagne, also ist das was Greenpeace schon lange macht auf so einer Öffentlichkeitsebene oder ist es tatsächlich eher eine Lobbyfrage, wo findet das statt? Für mich findet das erstmal im öffentlichen Raum statt, also ich glaube Lobbybemühungen, argumentative Bemühungen, klar, ist wichtig, ist mein Job, ist der Job von vielen Kollegen. Aber was wir brauchen, um überhaupt Wirkung, zum Beispiel im parlamentarischen oder im politischen Raum zu entfalten, ist eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass da wirklich was nicht stimmt. Ja? Dass dieses Bild Kratzer bekommt von dem Wachstum quasi als Fundament jeglicher Politik. Und davon sind wir einfach sehr weit entfernt aus den genannten Gründen. Ich denke also da wirklich an eine permanente
Kommunikation, die natürlich vom Framing her was anderes sein muss als wir müssen schrumpfen, ja, oder Wachstum ist schlecht, weil dann kommt man natürlich in die Ecke des Wachstumsfeindlichen. Auch das ist ja wunderbar alles austariert. Man muss einen Weg finden, um zu zeigen, das, was uns an den Punkt, uns als Industriegesellschaft, an den Punkt geführt hat, wo wir heute sind, ist nicht mehr das, was uns weiterführt. Ja, also nicht diskreditieren, was bisher war, aber zeigen, dass das, was bisher war, in Zukunft nicht mehr sein kann. Und da denke ich wirklich an ja, breit angelegte Öffentlichkeitskampagnen. Was uns NGOs angeht, glaube ich, dass wir in allen Kampagnen einen Querschnitt haben müssen, ein Grundrauschen, das die Themen, die wir bearbeiten, unmittelbar bezieht auf die Wachstumsproblematik, auf die Frage Konsum, auf die Frage Ressourcenverbrauch und eben nicht mehr nur singulär einzelne Umweltprobleme rauspickt oder Menschenrechtsverletzungen, was auch immer, sondern den Kontext herstellt. Das ist aber wirklich ein Projekt, das quasi die gesamte Kommunikation auf eine andere Basis stellt. Stefan, ja, genau, das ist es. Also, was, denn es geht doch darum, strategisch zu überlegen, was kann man tun? Und ich bin der festen Überzeugung, das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass Umweltverbände sowieso, aber auch die im weiteren Sinne Entwicklungsverbände, Menschenrechtsverbände, diese Art Grundrauschen erzeugen. Ähnlich war es übrigens beim Klimawandel auch. Es war ja durchaus nicht so, dass die ganzen Ökos so erfreut waren, dass sozusagen die Klimadiskussion so hochkam. Im Gegenteil, die wurde ja eher als Bedrohung gesehen. Und erst als es gelungen war, deutlich zu machen, ihr könnt eure Nester schützen, so viel ihr wollt, ja, und Wache halten. Wenn sich das regionale Klima ändert, dann sind die Vögel weg. Und das war sozusagen die Voraussetzung dafür, dass überhaupt sozusagen viele, die im unmittelbaren Sinne Naturschützer sind, eingestiegen sind auf die Klimaproblematik. Und hier haben wir es halt mit einem Problem zu tun, wo sozusagen unsere Maschinenzivilisation alles von diesem Planeten drängt, was an Geschöpfen sonst existiert, außer die Geschöpfe, die uns nützlich sind, die wir halten, aber alles andere nicht mehr. Und dass das sozusagen die eigentliche Bedrohung ist, auf die Naturschützer auch eine Antwort finden müssen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Aber die Frage ist, wie organisiert man das? Aber vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Manu, du hast das Wort. Ja, ich gegen Gehirnwäsche, also das ist natürlich sowas, und auch Grundrauschen erzeugen. Ich weiß nicht genau, was damit für Vorstellungen verbunden sind über die Beliebigkeit von der Manipulierbarkeit von kognitiven Frames und in welche Richtung sowas gehen soll. Also ich bin da sehr skeptisch sozusagen über die Beliebige, dass man das jetzt irgendwie drehen muss. Wenn man es drehen muss, glaube ich, muss man es in eine ganz bestimmte Richtung drehen. Da komme ich nochmal drauf. Also ich finde, dass sozusagen wir doch uns eingestehen müssen, dass weder das Lebensqualitätsframing sozusagen, also dass wir alle nicht besser leben, wenn Wachstum und so, noch das Boundaries-Framing, was sozusagen seit 1972 in der Welt ist, dass es so nicht weitergehen kann. Wahrscheinlich auch nicht das der säkularen Stagnation, das wäre ja noch das Interessanteste, da könnte man sozusagen gucken, ja, guckt euch die Japaner an seit 20 Jahren und so weiter und trotzdem leben die irgendwie, das übrigens auch in die andere Richtung interessant, ne? Also nicht nur, weil die wenig wachsen, sind sie sofort umweltfreundlicher. Aber das Interessante, was ich ja versucht habe, das ist ein bisschen spekulativ, aber zu erläutern, dass also in den 50ern, natürlich haben wir da, wie du gesagt hast, wir haben eine leibliche Erfahrung auch, ne, dass es uns gut ging, das Wirtschaftswunder und so, das ist ja so eine, also, und natürlich ist diese leibliche Erfahrung der Segnungen von Wachstum, die ist ja in gewissen, natürlich in Abstrichen und so, aber auch im 19. Jahrhundert schon gemacht worden. Da gab es halt noch nicht den Namen dafür, ne? Das wurde dann rückwärts extrapoliert. Das Besondere scheint mir wirklich am Diskurs der 50er Jahre und den übrigens auch gibt andere Studien aus Schweden, zum Beispiel, da hat das schon in den 20ern stattgefunden, in den Parteien, dass wirklich noch diese tagespolitische Option, zu sagen, ne, auch mit dann im 50er mit Blick auf den Kalten Krieg und um Gottes Willen, und das wissen wir ja auch alles, dass die Sozialsysteme ja auch so gut deshalb aufgebaut sind, weil man nicht von der kommunistischen Gegenoption jetzt sozusagen das Wasser abgegraben haben wollte. Also das waren sozusagen politische Positionierungen, die in dem Moment Sinn gemacht haben, und da haben Leute ganz bewusst gesagt, Leute, lasst den Kuchen wachsen, damit wir uns nicht um ihn kloppen.
Und das sozusagen wird heute komischerweise, also das finde ich, solche Aussagen finde ich bei rechten Ökonomen noch, also sozusagen bei rhetorisch versierten rechten Ökonomen, das finde ich im Bundestag wirklich, ich habe es an einer Stelle im offiziellen Dokument gesehen, gefunden, wo der Gabriel sagt, bei der Präsentation des Jahreswirtschaftsberichts so und schön und konnten wir Verteilungskämpfe vermeiden. Das ist ein einziges Mal und in einem anderen Interview ein einziges Mal. Und ansonsten gibt es da aber gar keine, also das ist sozusagen wie, ich glaube, die, wenn du jetzt die fragen würdest, würden die natürlich irgendwie sagen, ja, das ist schon so, aber das ist, ne, das ist vorbewusst. Und was vorbewusst ist, also wenn jetzt das mit der Gehirnwäsche ernst, also mir scheint es auch ambivalent. Also entweder man geht in das Vorbewusste rein und versucht es wieder bewusst zu machen. Das ist der therapeutische Ansatz. Das habe ich auch vom, also man sagt so, Leute, da war doch was und lass uns mal über diesen Punkt reden. Da halte ich die Verteilungsframe für deutlich aussichtsreicher als sowas wie Lebensqualitätserörterung oder die Boundaries. Also scheinen mir beide nicht funktioniert zu haben. Oder man sagt, nicht bewusst, sondern man, das scheint mir dieses kognitive Gehirnwäsche, scheint ja, ist ja eigentlich eher nicht bewusst, sondern ich versuche irgendwie über andere Dinge zu reden. Dazu würde mir dann aber eigentlich fast besser, was aus der wachstumskritischen Ecke kommt, ist ja diese A-Growth-Option. Ne? Lass uns gar nicht mehr drüber reden, sondern lass uns einfach an der und der Stelle über Optionen reden, die dann Wachstum vermindern, also das Thema vermeiden. Das drängt sich, also ich bin da intuitiv nicht geneigt dazu. Ich glaube, dass es besser ist, die bewusste Option zu wählen. Aber ich kann nicht leugnen, dass es einen gewissen Appeal hat, wenn ich sage, wie der Bundestag funktioniert, wo die Leute das ja wie so eine Art Mantra immer wieder sozusagen wie so eine Art, ne, ein Abgeordneter, ein gewiefter Haushälter hat mir gesagt, ja, die Haushälter sind sowieso interessant, ne, weil die Haushälter ja von ihren Parteien am unabhängigsten sind von allen. Also die haben ja wirklich ein Standing, die können ja ihre, das, was sie denken, auch unter Umständen umsetzen. Und der hat mir gesagt, das wird doch kein Gesetz wird deshalb, der hat mir gesagt, das ist seine Meinung, ne, kein Gesetz wird deswegen gemacht, weil es Wachstum fördert. Das ist ein Element aus dem Phrasenschwein, das muss man abfeiern. So. Und das war wörtlich, die Aussage. Und ich glaube nicht, dass er hundertprozentig recht hat, aber ich glaube, dass da was dran ist. Und dazu muss man sich konstruktiv verhalten. Ja, das vielleicht an der Stelle. Ich würde jetzt mal Stefan noch mal fragen wollen, denn ich unterstelle euch jetzt mal, oder ich, also ganz abgesehen davon, dass ich mir auch den, wie hast du es genannt, ins Vorbewusste rein und nicht irgendwie so eine, wir sprechen es gar nicht an und A-Growth und wir versuchen über irgendwelche Scheindebatten drumherum zu diskutieren, sondern wirklich reinzugehen. Und das ist tatsächlich auch was mich interessiert. Das ist natürlich für Umweltorganisationen jetzt im ersten Moment erstmal so ein bisschen schräg, aber letztlich, um zum Ziel zu kommen, wenn das der Weg ist, um auch umweltpolitisch zum Ziel zu kommen, dass man sich auch über sozialpolitische Fragen unterhalten muss, um die Wachstumsdebatte in den Griff zu kriegen, ist ja leider so. Ist zwar vielleicht nicht unser Themenfeld, aber wir kommen nicht drum rum und wir müssen uns mit den entsprechenden Akteuren und Akteurinnen zusammenschließen. Wo kann das denn stattfinden und was muss das sein? Wie können wir in diese, wenn es jetzt wieder stärker um Verteilung gehen muss, weil es nicht mehr über der Kuchen wird größer und wir haben viel zu verteilen geht, was ist es denn dann? Also du hast zum einen natürlich von makroökonomischen Konzepten gesprochen, da würde ich dir total zustimmen, die existieren so noch nicht in Gänze jedenfalls, aber auch von den ganzen Vorschlägen, die so kursieren, Verteilungsdebatte, ne, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, vielleicht auch, würde mich auch sehr interessieren, wie weit habt ihr den Eindruck, könntet ihr da gehen in euren Organisationen, die Frage, inwiefern ist eine Marktförmigkeit überhaupt noch sinnvoll in manchen Segmenten? Das war ja heute auch in der einen oder anderen Debatte, da wart ihr, glaube ich, noch nicht da, unter anderem bei Tillmann, aber auch bei Birgit später. Die Frage, gibt es vielleicht auch Segmente, die eigentlich auch wieder vom Markt genommen werden müssten, weil das da auch gar nicht funktioniert? Ist das was in euren Organisationen passieren könnte? Was sagt das WI dazu? Was sagen Brot und Greenpeace dazu? Also wie radikal, wie weitreichend können solche sozialpolitischen Konsequenzen oder generell einfach auch Forderungen da sein, um da auch gute Antworten zu finden und keine Scheinantworten? Denn es ist nicht so, dass das Wachstum nicht an der einen oder anderen Stelle in unserer Gesellschaft schon noch eine Rolle spielt. Das können wir nicht überdecken, ne? Ja, und auch von uns ja propagiert wird, ne? Also wenn wir von erneuerbaren Energien sprechen, 100% erneuerbare Energien, ich glaube, denen wünschen wir alle Wachstumsraten dieser Welt.
Und damit verbundene Ressourcenprobleme neigen wir auch dazu, sie auszublenden, ja, oder überhaupt Ressourcen, ich sag mal, komplette Kreisläufe darzustellen. Sondern wir schauen, end of the pipe, brauchen wir diese Solaranlagen, brauchen wir diese Windanlagen und so weiter. Aber auch das ist für mich ein Beleg für die schillernde Attraktivität des Wachstumsbegriffs, der in unserem Leben in vielen Punkten einfach stimmt, zutrifft, funktioniert, der in der ökologischen, technologiefixierten Debatte auch eine große Rolle spielt. Also wir haben ja eine sehr, was ich als großes Manko empfinde, wir haben ja einen sehr technologischen Ansatz, die Umweltprobleme zu lösen. Wir sind ein bisschen immer noch in dem Glauben, wir bauen 100% Erneuerbare und dann machen wir noch verschiedene andere Maßnahmen technologischer Art und haben dann gewissermaßen erstmal die Emissionsseite abgeklärt und dann schauen wir weiter, ne? Was machen wir mit der ganzen Energie, die regenerativ erzeugt wird, ist dann schon eine Frage, die nachgeordnet ist. Ich meinte auch übrigens Gehirnwäsche weniger im Sinne von, also Gehirnwäsche ist ein furchtbares Wort, eigentlich mag ich es überhaupt nicht, aber wenn ich mir anschaue, wie tief dieses Paradigma verankert ist, habe ich wirklich das Gefühl, da ist mehr passiert als nur gewissermaßen der Beweis in der Realität, sondern das ist ja in der gesamten Rhetorik eine so massive Konstante, die überhaupt unhinterfragt wiederholt wird, dass ich schon sagen würde, das geht in Richtung einer Dauermanipulation der Wahrnehmung. Ja, ich glaube, wir haben als NGOs, als größere NGOs allemal die Möglichkeit, öffentliche Bühnen zu besetzen. Wir werden wahrgenommen, wir haben Kommunikationskanäle, wir haben Kommunikationsmaschinen. Da würde ich einfach ganz stumpf erstmal als ersten Schritt sagen, wenn wir unsere Kampagnen, die ohnehin wahrgenommen werden, die ohnehin rezipiert werden, mit einer Wachstumskritik verbinden, wenn wir den Fokus, den wir bisher hatten, erweitern um soziale Aspekte, um ökonomisch wachstumskritische Aspekte, dann erzeugen wir dieses Grundrauschen, das, von dem ich sprach. Das heißt, wir haben zunächst mal eine Wahrnehmung, dass wir nicht mehr zum Beispiel nur über giftfreie T-Shirts reden, sondern wir reden auch über die Produktionskette und die Arbeitsbedingungen, die zu T-Shirts insgesamt führen. Ja? Also wir hatten ja in unserer Chemie oder Chemikalienarbeit die Erfahrung gemacht, wir waren am Anfang end of the pipe, wir wollen die Firmen dazu zwingen, giftige Chemikalien aus ihren T-Shirts rauszubekommen. Wir haben viele Modeketten öffentlich bloßgestellt. Wir hatten überwältigende Reaktionen seitens großer Ketten, die angefangen haben, ihre Produkte giftfrei sozusagen zu machen. Wir haben aber nichts, aber auch gar nichts an dem Massenmarkt Billig-T-Shirts geändert. Ja. Wir haben end of the pipe eine saubere Welt geschaffen und hatten dann saubere T-Shirts aus, ich sag mal, katastrophalen Produktionsverhältnissen aus Bangladesch oder wo auch immer. Und das ist natürlich ein Beispiel für mich, wo wir jetzt deutlich umgesteuert haben. Wir integrieren die Frage der Produktionsbedingungen, der Lieferkette viel stärker in die Kommunikation. Und das kostet ja nicht viel Aufwand. Ja? Das kostet ja zunächst mal nur einen veränderten Fokus. Und ich denke, wenn jeder in seinem Arbeitsbereich hier kommunikativ den Blick erweitert und gleichzeitig die Ursache-Wirkungszusammenhänge stärker verdeutlicht, dann ist schon mal sowas da wie ein permanentes Aha, das ist mehr als nur Umweltschutz, da reden wir auch über soziale Fragen, über Arbeitsbedingungen und wir reden auch über Verteilungsfragen letztendlich, denn was macht das T-Shirt so billig? Das ist natürlich der Billiglohn am anderen Ende der Kette. Aber du würdest sagen, wenn, dann nur in Anlehnung an Kampagnen, die sowieso diese ökologische Grundlage quasi haben, wie du jetzt gerade beschrieben hast, oder ruhig auch, dass man eben sagt, die Kampagne muss sich ganz gezielt auf einen, also fände ich auch die Frage auch an alle anderen, ne? Gar nicht jetzt nur an dich, sondern wirklich strategisch auch die Kampagne auch mit so einem ganz gezielten Fokus auf ein Thema, wie zum Beispiel Verteilungspolitik oder zu versuchen, den ein oder anderen Mythos rund um die Wachstumsfrage, ne, also rund um die Wohlstandsschaffung, die Arbeitsplatzschaffung, inwiefern ist eigentlich Jobless Growth ein großes Thema, ne? Die Produktivität reicht nicht mehr, um tatsächlich Arbeitsplätze zu schaffen, die auf der anderen Seite von der Produktivität zerstört werden, also das Wachstum, das generiert wird, ist nicht mehr groß genug, also da wirklich auch mal in so andere Themenfelder reinzugehen und die ganz konkret zu Kampagnen zu machen und nicht nur in Anführungszeichen, wobei ich das auch gut finde, aber
da wirklich mal so ein bisschen das Themenfeld zu wechseln und zu gucken, vielleicht in Kooperation mit anderen Akteuren wirklich auch nochmal ganz neue Themen in den Blick zu nehmen, die nicht per se Umweltthemen sind, aber letztlich eigentlich für unsere Sache dann wichtig. Vielleicht erstmal sonst auch jemand anders und du dann im zweiten noch Schritt. Noch einen Satz vielleicht dazu, weil also ich würde zunächst mal diesen Weg deshalb gehen, weil das eine Frage der Glaubwürdigkeit ist. Greenpeace redet als Umweltorganisation über Umweltprobleme. Das ist quasi unser Kerngeschäft, da hören die Leute uns zu. Und wenn wir in so einem Kontext unseren Fokus thematisch erweitern um wachstumskritische Elemente, dann ist das eine andere Form von Glaubwürdigkeit, als wenn wir separat, ich sage mal, über bedingungsloses Grundeinkommen sprechen zum Beispiel. Wir haben heute unsere Gemeinwohlbilanz vorgestellt. Und da war eine ähnliche Situation. Wir haben unsere Bilanz präsentiert. Es war erwartbar ein bisschen, dass Greenpeace da ziemlich gut abschneidet. Aber es gibt natürlich auch noch Felder der Verbesserung. Aber wir waren auf diesem Podium gesessen mit VD, dem Outdoor-Hersteller, und der Sparda Bank München. Und wenn die natürlich von einer Gemeinwohlbilanz erzählen, hat es einen anderen Impetus, weil die einfach im Wirtschaftsleben stehen. Ja? Weil die Banken natürlich ohnehin wachstumskritischen Diskursen ausgesetzt sind, weil ein Hersteller wie VD extreme Probleme hat, entlang der Lieferkette sowas wie giftfreie, chemikalienfreie Outdoor-Kleidung sicherzustellen. Das hat einen ganz anderen Impetus. Und auch hier ist es so, wenn die von ihren Problemen redet, hat es eine andere Überzeugungskraft. Aber wenn wir im Verbund diese Themen ansprechen, entsteht auf einmal was Neues. Dann hast du einen Querbezug, weil VD sich natürlich auch auf Umweltfolgen bezieht und wir umgekehrt sagen, wir machen das selber, weil wir von der Wirtschaft nicht was verlangen wollen, was wir selber nicht gemacht haben, aber gestehen denen auch eine Expertise zu, die wir flankieren, aber die wir gewissermaßen nicht ersetzen. So, jetzt habe ich genug. Genau, also ich glaube, man kann unterschiedlich daran gehen. Man kann ja sich überlegen, ja, es gibt irgendwie so zwei, drei politische Forderungen, die halt so krass wichtig sind, dass sie das Postwachstumsthema unglaublich krass voranbringen würden. Also zum Beispiel, ein paar waren ja auch in den Workshops heute dran, weiß ich nicht, eben Arbeitszeitverkürzungen oder solche Themen. Und ich glaube schon, dass es lohnt, mal darüber nachzudenken, ob man sagt, man schafft sozusagen so eine Art NGO-Allianz oder so ein Zusammenschluss, der sich mal eben wirklich eine Kampagne überlegt und unter dem Dach vielleicht irgendwie zwei, drei total wichtige Politikvorschläge zusammenfasst und das aber unter dem Frame Postwachstum sozusagen ein bisschen stärker voranbringt. Weil ich glaube, viele Diskussionen gibt es ja, eben auch die sozial-ökologische, also die ökologische Steuerreform irgendwie ist seit den 90ern irgendwie ein Thema für die Umweltverbände. Arbeitsgeschichten für die Gewerkschaften schon immer, aber es wurde, glaube ich, nie bisher unter diesem Frame Postwachstum sozusagen vorangebracht. Und ich glaube schon, dass sich das mal lohnen würde, darüber nachzudenken, ob man schon nochmal so eine quasi strategische Allianz irgendwie bei ein, zwei Themen findet, die vielleicht dann auch so ein bisschen raus aus den Nischen kommen, also jetzt nicht nur Umwelt oder nicht nur Gewerkschaften, aber dass man da sozusagen eine kleine Kampagne schafft, wäre, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Und ich glaube, der andere große Ansatzpunkt wäre wirklich eben so nochmal so eine Kommunikationskampagne zu machen, um diese grundsätzlichen Fragen zu klären. Und ich glaube, also alleine jetzt mal so zu überlegen, ganz blöd gebrainstormt, wenn man mal versucht, wirklich auch mit der OECD mal was zusammen zu machen oder ans BMOB heranzutreten oder sich eben vielleicht auch mal den Marcel Fratscher mal schnappt, der ja auch jetzt total Mainstream ist, aber so manchmal so linke Ideen hat. Also dass man schon so Mainstream-Leute mal irgendwie bei denen anklopft und versucht, die für das Thema irgendwie so ein bisschen quasi zu begeistern oder zu interessieren, dass man wirklich auch mal vielleicht mal mit der Taz redet und sagt, hey, könnt ihr nicht mal so eine Sonderbeilage oder so eine Sonderthemenseiten zu Postwachstum machen? Also, dass man wirklich sich so eine Kommunikations... Gab es vielleicht schon? Ja, sorry, weiß ich nicht. Jetzt echt... Ja gut, okay, vielleicht mit einer anderen Zeitung, wenn es die Taz eh schon gebracht hat. Also es gibt ja, also ich will damit sagen, ich glaube, so eine Kommunikationsstrategie würde, glaube ich, auch noch so Sinn machen und die an ganz vielen Punkten irgendwie angesetzt. Und genau, als letzten Punkt wollte ich noch erwähnen, weil mit diesem Thema beschäftige ich mich auch viel, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich, die SDGs sind, die Sustainable Development Goals der UNO sind ja einerseits irgendwie so quasi in dem Bereich Segen und Fluch, also auf jeden Fall Segen, weil sie halt ja auch eine krasse transformative sozusagen Gewalt eigentlich mit sich bringen, aber natürlich auch dieses Wachstumsziel haben.
Und aber das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, es wurde vor allen Dingen auch von den natürlich Entwicklungsländern mit reingebracht. Also und das, da sieht man wieder so ein bisschen den Spannungsfeld, in dem sich dann auch Brot für die Welt bewegt. Wie sieht es mit dem globalen Süden aus? Also die Entwicklungsländer waren ganz, ganz stark, als es darum ging, das Wachstumsziel fest zu verankern. Ja, spannend. Ich würde gern zwei Aspekte kurz anschneiden. Das eine ist ein innerverbandlicher. Es werden wenige wissen, aber ich war einige Jahre, 6 Jahre im Aufsichtsrat von Greenpeace. Kenne den Laden also ganz gut. Und mein größter Erfolg, den ich mir da zugute halte, ist, dass es eine Klimakampagne gegeben hat. Jahrelang waren nämlich die PR-Spezialistinnen und Spezialisten immer gekommen und gesagt, nee, Klimakampagne geht nicht. Viel zu abstrakt das Thema, es gibt keine Bilder, was sollen wir da machen? Und haben sich gewehrt, zusammen mit Jörn Behrens, der damals der Vorsitzende des Aufsichtsrats war, haben wir das hinterher geschafft. Und natürlich gibt es Bilder, der Eisbär, ja, dieses ikonische Bild, wie er da über das Wasser springt, kam aus dieser, war ein Ergebnis dieser Kampagne und vieles andere auch. Das heißt, man muss, wenn wir über sozusagen Strategien sprechen, auch mal schauen, wie sieht es denn innerverbandlich eigentlich aus? Das ist ja nicht so, dass da jetzt alle wahnsinnig dafür brennen, jetzt so ein Wachstumsthema nach vorne zu schieben. Und das wäre mein Appell an die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Verbände hier und der Deutschen Naturschutzring als eine Organisation, die das unterstützen kann, zunächst einmal auch in den eigenen Verband reinzuwirken, in die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Aktiven in diesen Verbänden. Wie gesagt, man kann diesen Vergleich zwischen Klima und Wachstum kann man wirklich sehr gut ziehen, weil das eben auch ein Thema war, was nicht unbedingt jetzt eine Herzensangelegenheit der Umwelt- und Naturschutzverbände war, zu Beginn erst dazu gemacht werden musste, weil das Klimathema zu Beginn tatsächlich auch wie das Wachstumsthema als systemrelevant gesehen wurde und deshalb abgelehnt wurde. Erst als sozusagen es zumindest die Möglichkeit gab, dass man den Klimawandel oder das Klimaproblem lösen kann innerhalb des bestehenden Systems, war es auch mehrheitsfähig, unter Ausschluss sehr, sehr wichtiger Teile des Problems, denen wir uns aber beim Wachstumsproblem unmittelbar gegenübersehen. Das heißt, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, in die Verbände rein. Das ist ja ähnlich wie in der Autoindustrie. Also ich will jetzt die Umweltverbände und die Autoindustrie nicht ganz gleichsetzen, aber sozusagen gewisse eingefahrene Denkweisen gibt es ja in jeder Organisation, sagen wir es mal so. Und so wie die benzinschluckenden Ingenieure der Autoindustrie sich nicht vorstellen können, ein Fahrzeug zu bauen. Fahrzeug, ich sage es, nicht Auto, das würden die niemals Auto nennen. Ja? Ein elektrisch betriebenes Fahrzeug zu bauen, genauso können sich, gibt es innerhalb der Verbände natürlich auch jede Menge Widerstände, ein solches Thema zu nehmen und dann auch noch kritisch zu nehmen, denn da wird es auch viele geben, die ja der Idee eines grünen Wachstums anhängen, die sagen, wieso, es war doch immer so, erst wenn man das Geld hat, kann man das auch für Umweltschutz ausgeben. Also ganz, ganz sozusagen klassische Argumente, die dann hier wieder auftauchen. Und der zweite Gedanke ist der Vernetzungsgedanke, denn tatsächlich sind ja dann Durchbrüche in den letzten Jahren immer dann gelungen, wenn sich Organisationen aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammengetan haben. In der Klimaallianz hat man es gesehen, in der Landwirtschafts-Agrarpolitik-Debatte hat man es gesehen. Die zivile Enquete ist ja so ein kleiner Versuch, also gesellschaftlich Verbindungen, Vernetzungen herzustellen zwischen Wissenschaft, Graswurzelleuten, Politik ist dabei, Medien sind dabei. Ob es der Dialog Degrowth, der auch vom Umweltbundesamt gefördert wird, vereint sozusagen nur die Umweltverbände. Und wir werden demnächst versuchen, das auch zusammenzubringen. Aber also was für eine Form an sozusagen Organisation kann man sich vorstellen, in denen sozusagen sich vielleicht ein Ziel rausgenommen
wird. Man braucht immer irgendetwas, was leuchtet. Also Beispiel, wirklich jetzt rausgegriffen, eine transformative Maßnahme wäre die Verlängerung der Gewährleistungspflichten. Ja, hört sich jetzt total langweilig an. Aber wenn alle Hersteller garantieren müssten, dass ihre Produkte 5 Jahre, 7 Jahre halten bzw. repariert werden müssen und nicht nur die Hardware, sondern auch die Software, das ist ja das eigentlich Spannende dann, dann sehen unsere Produkte ganz anders aus und sozusagen das hat Folgen für die ganze, gesamte Lieferkette. Aber nur als ein Beispiel, dass man sich auf eine, sozusagen nicht unter dem Wachstumsbanner oder Anti-Wachstumsbanner versammelt, sondern das mag schon im Hinterkopf sein, aber dann ein Leuchtturmprojekt sich rausnimmt, was ganz in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen befördert werden kann. Ich würde gerne noch mal ein bisschen nachpieken. Also ich wollte ja eigentlich keinen Streit auslösen, aber man kann ja noch mal nachfragen. Es ging ja um das Dogma und es ging um die Hegemonie. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, ich finde den Vorschlag, den du da gerade gemacht hast, gut. Grundsätzlich als umweltpolitisches Ziel, was man so vorschlagen könnte, natürlich auch verbunden mit Debatten rund um das Ressourcenverbrauch etc. Oder Produktion an sich als Vorschlag einer möglichen Postwachstumspolitik. Aber wenn es darum geht, diesen Diskurs zu brechen zu wollen, ist zumindest mein Eindruck, dass das nochmal andere Themen sein müssen, die wir da aufgreifen. Also nämlich genau die Argumente, mit denen das Wachstum oder die Gehirnwäsche, die seit vielen Jahren funktioniert hat, Wachstum schafft Arbeitsplätze, Wachstum schafft Verteilung, Wachstum schafft dies, Wachstum schafft jenes, damit sich mal auseinanderzusetzen. Frau Mahnkopf hat es ja heute ganz schön schon dargestellt. Ne? An der einen oder anderen Stelle stimmt das so auch nicht mehr. Also vor allem das neoliberale Wachstum der letzten Jahrzehnte. Und sich daran zu trauen und zu sagen, wie können wir auf der Ebene eine dieser Mythen entzaubern oder seien sie dann doch noch wahr im weitesten Sinne und sorgen für die Dinge, von denen sie da sagen, dass sie dafür sorgen, dann mit Alternativvorschlägen zu kommen oder wie auch immer. Ne? Also da nochmal sich auf neues Parkett, auf auch rutschiges Parkett zu begeben und dann vielleicht auch zu überlegen, mit wem denn? Sind es die Gewerkschaften, machen die da mit? Oder wer sind die Akteure, die dann auch so doch recht weitreichendere Diskurse mit uns führen, die vielleicht mal mit uns über, über Wettbewerb an sich, so über Konkurrenz und Wettbewerb oder über den Produktivitätsbegriff, so was ist das eigentlich, diese Produktivität? Also die mit uns ein paar haarigere Themen irgendwie dann auch mal angehen. Ist das dann irgendwie, sind das die Stiftungen oder was sind das für Akteure, mit denen man diese Mythen mal ein bisschen angreifen kann, die dann vielleicht auch die entsprechende Glaubwürdigkeit haben, wo du natürlich völlig recht hast, Stefan, die bringen wir so per se jetzt vielleicht erstmal in dem Feld nicht mit. So, wo könnte man da nochmal reingrätschen und die Argumentation verdrehen? Ich kann dazu nur einen kleinen Beitrag leisten, insofern, also das nochmal das Stichwort Gewerkschaften, also aus der Sicht von so einer Parlamentarierforschungs, also auch nicht nur unsere eigene, sondern auch den repräsentativen und langjährigen Panelstudien, die es da gibt, ist natürlich niemand hat so das Ohr der durchschnittlichen Parlamentarierin wie die Gewerkschaften. Also das ist einfach so. Das ist sozusagen mit überwältigendem Abstand gegenüber allen. Dann kommen die Berufsverbände, Wohlfahrtsverbände und so. Aber also das ist ganz ohne Zweifel so. Die Einzigen, die so ein bisschen weniger das sind, sind die Umweltausschussmitglieder. Und das ist eben genau das, da sieht man diese Dichotomie, die oft zwischen Umwelt und Sozialem, oder es sind einfach andere Welten, es sind andere Gemeinschaften, es sind andere Leute, die miteinander Kaffee trinken gehen. Also das ist ganz, ich denke, also deshalb auch, wenn du sagst BMOB, nee, nicht zum BMOB, versuch irgendjemanden im BMAS zu finden, mit dem du reden kannst. Also das sind immer die, sonst wird es in dieser Ecke bleiben, in dieser von denen aus gesehen ökologischen Ecke, mit der die nichts zu tun haben wollen. So, und natürlich, klar, muss man jetzt, ist es das Thema Arbeitszeitverkürzung, das sind natürlich so, auf welchem Pferd reitet man? Ne? Du musst das Wachstumskritik mit irgendwas verknüpfen, was tagespolitisch, also mittelfristig politisch zieht. Also es ist eben dann nicht genug, den Reflexionsraum aufzumachen. Sofern der Bundestagsabgeordnete dafür Zeit hat, das zu lesen, das Buch oder das Feuilleton, auch der Abstand zu den Medien. Also man muss ja sagen, der Politiker im Tagesritt hat ja schon zu den Medien einen
ein gespaltenes, distanziertes Verhältnis. Das ist ja auch so. Also selbst wenn du das Rauschen da erzeugst, ja, oder die Gehirnwäsche, wie stark das angenommen wird und so, das ist alles nochmal eine andere Frage. Auch Ökonomen, das wird generell überschätzt, sozusagen der direkte Einfluss von Ökonomen auf die Politik, weil ganz viele Leute sozusagen sagen, ja, sie werden strategisch benutzt, die Ökonomen. Der hat seinen, den er zitiert, der andere hat den anderen. Aber ob die den wirklich glauben oder du jetzt sozusagen den mühsamen Weg, der sicher gemacht werden muss, durch die Universitäten und Hochlehrstühle, da was zu ändern, bis das dann da irgendwie in der Politik so ankommt, das ist, aber es geht um konkrete Projekte und ich glaube, sozialpolitische Akteure sind absolut, also keine Frage, sind der Schlüssel. Übrigens, was man auch noch sagen kann aus der Parlamentarierforschung, bei so Spitzenpolitikern, also meinungsbildenden Partei an der Parteispitzen, wer da immer so ein überdurchschnittliches Prestige hat, sind auch die Kirchen bei diesen Leuten. Das ist also auch ein merkwürdiges Detail, worüber man mal nachdenken könnte. Ja, danke. Kann ich nahtlos dran anschließen, weil das war genau der Gedanke, den ich eben noch einbringen wollte. Zunächst mal, wir stehen vor Sondierungsverhandlungen einer wahrscheinlichen GroKo. Wo sind die 10 Punkte der wachstumskritischen Community, was im Koalitionsvertrag stehen soll? Und ich rede jetzt nicht von Diskursen und Postwachstums-Degrowth-Vokabular. Ich rede jetzt von dem, was eine Truppe, die nachts um 11 in der parlamentarischen Gesellschaft sitzt, nach vielen, vielen Stunden noch in Text gießen kann. Ja, Sprache, die die Menschen verstehen, die unmittelbar zum Ausdruck bringt, was gemeint ist, und die konkrete, maximal konkrete politische, gesetzgeberische, normative Schritte vorschlägt und beschließt, die in unserem Sinne sind. Ja. Und da kommen wir in die Ecke, die Herr Ehrmann eben beschrieben hat. Das ist dann eben, das wird ja auch bei hier Angelika Zahnt und Uwe Schneidewind haben das in ihrem Suffizienzbüchlein ja schön beschrieben. Ne. Da waren ja auch diese Beispiele, zum Beispiel Garantiezeitverlängerung von Produkten oder das alte Thema Wettbewerbsrecht. Ne. Wieso muss ein Unternehmen, das sich quasi um ökologischere und sozial korrektere Produkte bemüht, ich sage jetzt mal Fairtrade oder was auch immer, wieso müssen die dann höhere Preise verlangen, während derjenige, der seine Kosten externalisiert, ja einen Wettbewerbsvorteil hat? Wie stimmt das überhaupt mit dem Wettbewerbsgesetz überein? Da gab es mal eine wunderbare Initiative damals, ich weiß leider nicht, was aus der geworden ist, muss ich mal dem nachgehen. Also maximal konkrete Vorschläge, 10 Punkte der Zivilgesellschaft zum Thema Wachstum. Und auch da sehe ich genauso, nicht in die Dichotomie verfallen, Wachstum ja oder nein, sondern wir wissen alle, wir haben Dinge, die wachsen sollen und haben Dinge, die schrumpfen sollen. Also müssen wir uns gar nicht in diese Sackgasse begeben, sondern wir müssen einfach sagen, wo im wachstumsgetriebenen Wirtschaftssystem im Moment was schiefläuft. Ja. Kirchen, wichtiges Stichwort. Enzyklika des Papstes, Laudato Si, eine flammende Wachstumskritik. Da kracht's und scheppert's auf jeder Seite. Das ist also auch von der Sprache her meisterlich ausgedrückt auf den Punkt, um was es eigentlich geht. Ja. Und das sind Stimmen, die natürlich in ganz anderen Kreisen gehört werden, als die wir normalerweise erreichen. Ne. Auch da habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen, dass wir mal mit denen öffentlich versuchen, in so Debatten wie Sondierungsgespräche einzugreifen. Also da könnten wir, glaube ich, noch eine ganze Menge tun. Und das steht ja jetzt nur in den nächsten Monaten auch an. Also nur zu. Genau, also bei Kirchen fühle ich mich dann auch direkt angesprochen und ich kann auch nur bestätigen, dass sozusagen in den Kreisen, die ich das jetzt bekomme, es gibt sogar zwei Arbeitskreise der EKD, die sich explizit auch mit dem Thema Postwachstum sozusagen beschäftigen. Ich habe nur sozusagen das Problem, ist glaube ich, dass die sehr auf so einer theoretischen Ebene sozusagen, ja, wir selber dürfen einfach nicht so viel konsumieren und das nicht so politisch machen. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich jetzt eine gute Aufgabe der Akteure hier, also ich nehme das auch mit nach Hause auf meine To-Do-Liste, vielleicht nochmal sozusagen die auch ein bisschen stärker in diesen politischen Diskurs mit einzubinden, weil in der Tat glaube ich, dass die Kirchen auch vor allen Dingen vielleicht auch bei den Konservativen nochmal ein stärkeres Gehör finden als andere Gruppen, die vielleicht jetzt hier am Tisch sitzen.
Aber wie gesagt, der Diskurs erscheint mir sehr theoretisch, theologisch bisher und wenig politisch. Aber ich glaube, man kann anknüpfen auf jeden Fall. Und ja, zu den Sondierungen kann ich nur sagen, wir hatten auch ein kleines Projekt mit drei Leuten, die hier auf dem Panel sitzen, in die Jamaika-Sondierung zwei, drei Punkte reinzukriegen, und wir hätten das auf jeden Fall geschafft, wäre Jamaika weitergegangen, aber jetzt müssen wir nochmal neu beginnen. Und weiß ich nicht, aus so einer eigenen politischen Erfahrung, ich habe selber lange auf der anderen Seite gesessen, würde ich immer sagen, lieber drei Punkte und die mit Schmackes durchsetzen, als jetzt so eine 10-Punkte-Wunschliste, also das, dafür würde ich irgendwie plädieren. Und dann wollte ich nochmal grundsätzlich zwei Sachen sagen. Hermann hat immer schön gesagt, dass wir von der Klimabewegung lernen können. Ich komme eigentlich aus der Anti-TTIP-Bewegung. Und ich finde, von der kann man auch lernen, weil TTIP und diese ganze Handelsgeschichte, das war auch ein so theoretisches, ökonomisches, Expertenthema, hat niemanden interessiert. Und ich glaube, eben wirklich durch so eine Mischung aus krasser Basisarbeit, was ja viele von euch hier auch machen, also ganz viele, 1 Million Seminare in komischen Kleinstädten gegeben zu sozusagen, was ist eigentlich TTIP und warum ist das böse? Also so ein bisschen so von unten, aber auch sozusagen von oben ein krasses Netzwerk aus ganz vielen verschiedenen Akteuren, die Gewerkschaften, Kultur, die Dienstleister, die öffentlichen Dienstleister, der Städte und Gemeinderat, das waren halt irgendwie tausende von Akteuren. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von unten und oben und eine breite Allianz hat echt dazu beigetragen, dass selbst ein so sperriges Thema wie Handelspolitik, was wirklich vorher überhaupt niemanden in den Ofen hervorgelockt hat, dann auch sozusagen richtig breit wurde. Und vielleicht kann man sich das auch nochmal so ein bisschen anschauen. Und ich war vorher bei Campact. Ich glaube, wenn man wirklich auch nochmal das schafft, so eine groß angelegte Kampagne zu machen, die echt auch viele Leute erreicht, kann man bestimmt auch gut Campact an Bord holen, weil die einfach 2 Millionen Leute erreichen und da auch einen ziemlichen sozusagen Output haben. Und als letzten Punkt wollte ich noch sagen, als Framing, finde ich, kann man sich auch immer echt nochmal gut überlegen, ich finde das Argument, es findet de facto fast kaum noch Wachstum statt in der sozusagen westlichen Industriestaaten, und es wird irgendwann Richtung Nullwachstum gehen. Das haben ja auch zwei der Referenten heute schon gesagt. Ich finde, das ist auch nochmal was, irgendwie so, hey Leute, wir machen euch eigentlich ein Angebot, wie man diesen Wandel, der passieren wird, gestalten kann. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie was total Krasses irgendwie abwürgen, sondern es wird passieren und wir haben eigentlich coole Konzepte. Und ich finde, so kann man vielleicht auch nochmal positiv argumentieren. Vielleicht noch zwei Bemerkungen, bevor wir öffnen. Zur politischen Ebene, ja. Es schwirren im Moment gerade ungefähr 10 Ideen für neue Enquete-Kommissionen in den politischen Hallen herum. Die bekannteste ist vielleicht die von Töpfer und Angelika Zahn zu Fluchtursachen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass sie da in der zivilen Enquete draufgekommen ist, als wir diskutiert haben, was für Enquete-Kommissionen eigentlich sinnvoll sind. In der Broschüre, die innerhalb der zivilen Enquete hergestellt worden ist, vom Fokus Wachstumswende-Projekt, da ist sie, gibt es auch einen kleinen Aufsatz von mir und anderen, welche Enquete-Kommission wäre eigentlich sinnvoll. Nun kann man über Enquete-Kommissionen ja sehr viel Unterschiedliches hören und auch sagen, aber wenn sie einen Nerv treffen, und das war bei verschiedenen Enquete-Kommissionen der Fall, bei der ersten Klima-Enquete zum Beispiel 1990, die hat über 20 Jahre lang die Energiepolitik Deutschlands und die Klimapolitik Deutschlands geprägt, ganz entscheidend. Die kulturpolitische Enquete, die medizinethische, bioethische Enquete. Das heißt, es kann schon Sinn machen, sich da ein Thema zu suchen. Und ich glaube, dass ich das gefunden habe, dass wir das gefunden haben, nämlich die Zukunft der Arbeit. Als ein Thema, welches sozusagen ungenügend durch die Wachstumsenquete behandelt worden ist. Ein Thema, was Voraussetzung ist, genügend Anschlussfähigkeit an die tagespolitischen Prozesse hat. Denn nur dann kann man auch in die Medien kommen, nur dann interessieren sich Leute dafür, also Abgeordnete dafür, die sich ja immer rechtfertigen müssen. Die Basis zu Hause, die Kolleginnen und Kollegen sagen, kommst du überhaupt vor in den Medien? Und wenn du da in so einer Enquete-Kommission sitzt und da einfach deine Papiere schreibst, dann kommst du einfach nicht vor. Und sozusagen, du hast mehrere überlappende Entwicklungen, Mega-Entwicklungen, die da reinspielen, eben nicht nur das Bedürfnis nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch die Industrie 4.0, die zunehmende Digitalisierung, Roboterisierung. Du kannst, wissen Sie alles,
Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und auch das Thema Wachstum, auch das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, brauchen wir Maschinensteuern und so weiter, damit reinzupacken. Das wäre eben, und dafür trommle ich auch, und das macht ja auch den Charme der zivilen Enquete aus, dass wir die Politikerinnen und Politiker da gleich mit drin haben, die das auch wollen und die das auch tun. Ja, hier erstmal. Danke. Ja, danke schön. Ich habe ja nach wie vor so ein bisschen den Verdacht, dass wenn wir zu sehr in unseren eigenen Themenbereichen bleiben und darüber Suffizienzpolitiken fordern, dass wir dann weiterhin auf die Problematik stoßen, als die, die auf dem sozialen Auge blind sind, gesehen zu werden und dass wir nicht drum herum kommen. Also ich finde die Ideen mit den Kirchen etc. gut, um sich da auch die Glaubwürdigkeitsträger dann irgendwie abzuholen, die tatsächlichen Vor- und Nachteile des neoliberalen Wachstums erstmal wirklich explizit auch anzugucken, also fast schon so ein bisschen theoretisch und darüber die Debatte anzustoßen. Denn sonst, genau, sobald wir makroökonomische Einbußen durch unsere Politikforderungen verursachen, ja, sind wir die Dummen. Genau. Das vielleicht nochmal so ganz kurz zu dem, was gerade zurückkam, aber nichtsdestotrotz, bitte? Genau, nichtsdestotrotz, das wäre jetzt im Grunde nochmal ein bisschen wie so eine Frage von meiner Seite an euch, aber die will ich jetzt nicht direkt beantwortet wissen, sondern würde gerne ein bisschen öffnen, also je nachdem, wenn Leute noch Lust haben, sich zu beteiligen und die eine oder andere Frage zu stellen an die Podiantinnen. Hallo, Daniel Konstein, Umweltbundesamt. Ich will zwei Vorschläge machen in Richtung Narrative und eins zum Thema Aktionsformen von Verbänden. Vorschlag 1 zum Thema Narrative. Ich möchte diese verbandsübergreifende Vorschläge machen, die Idee von Anna aufgreifen und habe mich dann gerade gefragt, wie ihr da vorne geredet habt, wie kann man das eigentlich öffentlich auch gegenüber den eigenen Mitgliedern legitimieren? Und ich habe mir dann sozusagen in Erinnerung gerufen, es gab sowas wie dieses Generationenmanifest, wo sie das über so ein Gerechtigkeitsargument gemacht haben. Ne? Ist eine Möglichkeit, aber ich fände mal eine viel mutigeren Möglichkeit, eine, die Scheitern anerkennt. Also dieser alte Spruch von, ich weiß, krieg's glaube ich gar nicht mehr ganz hin, winning the battle but losing the fight, winning the fight but losing the battle. Also wir verlieren jetzt einzelne Kämpfe, vielleicht gewinnen einzelne Kämpfe in unseren Kampagnenarbeiten, aber wir verlieren insgesamt den Kampf. Dieses Argument mal verbandsübergreifend in einem öffentlichen Statement zu machen, Leute, wir scheitern. Wir scheitern und der einzige Weg, um das zu überwinden, ist, dass wir mal ein paar übergreifende Vorschläge machen, die vielleicht nicht nur in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Und nur mal als Beispiel, ich glaube, dass das heute in der Zeit von sehr politformelhafter Kommunikation über Politik ein großes Moment der Authentizität wäre. Beispiel, man muss ihn nicht lieben, aber Robert Habeck ist genau deswegen so beliebt, weil er Scheitern ständig anerkennt. Ich habe ihn jetzt wieder beim Neo-Magazin geredet, er hat nur über das Scheitern der Sondierungsgespräche geredet und er war, ich glaube, der Einzige, der wirklich gut weggekommen ist als Politiker in dieser Show. Einfach, weil er sich selbst klein macht, um ein Thema groß zu machen. Und das kann man als Organisation durchaus auch machen. Ein zweiter Punkt, das ist noch nicht der zweite Narrativpunkt, aber ein zweiter Punkt des Scheiterns, vielleicht auch Scheitern gegenüber den Mitgliedern anerkennen auf der individuellen Ebene. Und zwar da, wo Menschen gut sein wollen, aber an den Bedingungen scheitern, nachhaltig zu leben. Es kostet mehr Geld, es kostet mehr Zeit, es kostet Bequemlichkeit, wenn wir das jetzt wirklich ernst meinen mit den Big Points des nachhaltigen Lebens. Es gibt da so ein Hamsterrad des nachhaltigen Lebens und alles, was wir, oder sagen wir mal, 70-80% der Kommunikation des Alltags über Umwelt findet auf einer privaten, persönlichen Ebene statt. Was schon blöd ist, weil sie eigentlich über eine politische Ebene reden sollten, aber es findet auf einer individuellen Ebene statt. Die Leute scheitern aber daran, dass sie sozusagen auf die Flugreise verzichten oder sie merken auf jeden Fall, da gibt es so einen kognitiven Gap in meinem Kopf. Und dieses Scheitern mal anzuerkennen, so im Sinne von, wir sind doch alle voller guter Intentionen und trotzdem, schaut uns an, lasst uns alle ehrlich sein, wir schaffen es doch trotzdem nicht. Wir übrigens als Organisation ganz genauso. Und das mal als Aufhänger zu nutzen, dieses Hamsterrad, diese gläserne Decke
des Wachstums anzusprechen und eben darüber die Legitimation herzustellen. Wir brauchen übrigens diese 2, 3 Instrumente, mit denen wäre schon viel gewonnen, Arbeitszeitverkürzung, Ökosteuern. X. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die sind jetzt kürzer. Den habe ich vorhin schon gemacht und ich habe vorhin noch mal eine tolle Diskussion gehabt mit Christine Wenzel. Stoppt Ökotipps. Also sprich, in der eigenen Verbandskommunikation nie mehr einen Tipp geben, der auf Konsummuster zielt, selbst wenn er gut gemeint ist. Denn er dient Menschen dazu, auf einer bewussten Ebene Schlechte mit guten Taten aufzuwiegen. Wir hatten das vorhin im Tillmann-Vortrag. Und auf einer unbewussten Ebene stärkt diese Kommunikation den Frame, Konsum ist Engagement. Und wenn wir Framing-Forschung ernst nehmen, dann ist genau diese Art von Framing das Gefährliche, die man nicht einfach mit einer weiteren Seite im Mitgliedermagazin kompensieren kann. Und übrigens, das ist das, was man politisch noch machen könnte und so könnt ihr euch einsetzen, sondern wer das Frame setzt, stärkt es, selbst wenn man es nachher negiert. Also sprich, keinerlei Öko-Tipps und dieses Kind wirklich mit dem Bade ausschütten. Und rede stattdessen über Aktivitätsformen, die zum gemeinsamen Realität verändern einladen. Das heißt eben nicht nur auf die Demo zu gehen, sondern es kann genauso heißen, in die SolarWi einzutreten, beim Carsharing mitzumachen. Also nicht nur Konsumformen zu thematisieren, sondern Vergemeinschaftungsformen und politikverändernde Gemeinschaftungsformen, weil die wiederum Akteure unterstützen, die wiederum auf einer höheren Ebene mehr Lobbyarbeit haben. Das ist das strategische Element dabei. Und der dritte Punkt, Aktionsformen. Ich glaube, und ich möchte ein konkretes Beispiel aus den USA nennen, dass man es durchaus auch Mitgliedern zutrauen könnte, mal auf einer sprachlichen Ebene aktivistisch tätig zu sein. Das Beispiel ist, in den USA gab es Migrantenvereinigungen, die gesagt haben, also sozusagen an die Mitglieder herangetreten sind und gesagt haben, Leute, geht auf eure lokalen Zeitungen zu, auf eure lokalen Medienanstalten, und sagt dort, bitte nennt Migranten ohne Papiere nicht mehr Illegals. Weil sie für sich festgestellt haben, das ist ihre Setzung, Illegals ist ein Frame, den wir nicht mehr wollen, weil er einfach jemanden außer des Gesetzes stellt. Deswegen wollten sie diesen Frame bekämpfen. Und sie haben ihnen konkrete Textvorschläge vorgegeben, sie haben ihnen Argumentenleitfaden vorgegeben, aber jetzt nichts, was man nicht als Organisation durchaus stemmen kann oder wo man die Mitglieder zu sehr bemuttert, was so Vorgaben anbelangt. Aber durchaus sind sie in der Lage gewesen, sozusagen USA-weit Dutzende, vielleicht hunderte Gruppen zu aktivieren, wo Leute an lokale Newspaper herangetreten sind und einen bestimmten Frame durch einen anderen versucht haben zu ersetzen. Bewusst daran herangetreten sind und lasst davon 90% scheitern. 10% ist schon eine gute Erfolgsquote für so ein freiwilliges Engagement. Also auf der Ebene vielleicht mal sozusagen neue Aktionsformen ausprobieren, sprachliche Ebene angreifen, lokale konzentriert Leserbriefe schreiben, Redakteure anschreiben und dabei eben alternative Frame zu Wachstum zu setzen und dort mit einzubringen. Man kann sich jetzt immer noch darüber streiten, was der beste Frame ist, da möchte ich jetzt auch nicht reinkriegen, da sehe ich auch noch keinen guten Kandidaten, aber ich finde, das kann man durchaus mal versuchen, mal einfach als Experiment. Vielen lieben Dank. Vielleicht, sorry Daniel, aber die anderen ein bisschen kürzer, wenn es geht. Und eventuell ist ja auch die eine oder andere Frage dabei. Aber danke trotzdem für die tollen Tipps. Genau. Weil es gerade so gut passt. Hilfreich könnten genau bei solchen Überlegungen die Erkenntnisse der Umweltpsychologie sein. Da gibt es ein sehr schönes Handbuch für Psychologie im Umweltschutz. Wen das interessiert, dem könnte ich das hinterher nochmal an die Hand geben. Und auch gerade eine Konferenzreihe, wo es um Narration geht, also wie man das Medien und BNE zusammenbringt. Da war gerade am 8. war die erste. Da könnte ich auch noch hinter was zu erzählen, wen das interessiert. Dankeschön. Okay, Helga und dann Steffen. Helga Inden-Heinrich, Deutscher Naturschutzring. Also mir fällt immer auf, bei vielen Diskussionen, und eben ist auch gesagt worden, der Haushaltsausschuss ist sehr wichtig, und bei manchen Diskussionen kommen wir zu einem Punkt, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um Ökonomie geht, dass dann die Umweltverbände oder auch die anderen gesellschaftlichen Gruppierungen einknicken, einfach weil sie das Wissen, die Kenntnisse nicht haben, wie ökonomische Systeme funktionieren oder unser ökonomisches System funktioniert. Auch was die Chemiepolitik angeht, da haben viele nur Halbwissen und können bei manchen Diskussionen müssen einfach aussteigen, weil es nicht weitergehen kann, weil sie das Wissen nicht haben. Und da denke ich mir einfach, dass die Umweltverbände, aber auch die anderen gesellschaftlichen Gruppierungen einfach Leute suchen müssen, die in diesen
Sparten Kenntnisse haben oder sich diese Kenntnisse aneignen. Also es gibt so viele Kampagnen, so viele Allianzen, so viele Gemeinschaften, die schon funktionieren und die auch gut funktionieren. Wir haben als DNR 1991 die erste Konferenz zum ökologischen Wirtschaften in Leipzig gemacht mit 2000 Leuten. Das war eine super Konferenz, aber es ist wieder ein Hype gewesen und dann geht es wieder runter. Und wir müssen irgendwas finden, was kontinuierlich läuft. Und was uns Umweltverbände angeht, denke ich mir einfach, wir als DNR haben natürlich das Thema irgendwie Transformation, Postwachstum und so weiter besetzt, aber es läuft nicht wie ein roter Faden durch alle Themen. Und das müsste eigentlich sein, ohne dass man diese Wörter, die vielleicht so ja auch abschrecken oder bestimmte Leute in eine Ecke drängen und so weiter, aber das Thema an sich, da muss man ein Framing finden, das Thema durch alle Themen hindurch mitbesetzt. Dankeschön. Wenn einer von euch direkt auf irgendwas reagieren will oder so, sagt ihr Bescheid. Ne? Genau, Steffen und danach die Maike Spitzner. Steffen Lange vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Ich habe, ich glaube, eins ist mehr ein Kommentar und eins ist mehr eine Frage. Das erste, ich habe nicht in allen Details, aber insgesamt hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es geht viel darum, den Diskurs zu verändern. Und wo ich darauf hinweisen möchte, ist, dass aus meiner Sicht, selbst wenn man jetzt den Diskurs verändert hin zu irgendwie eine Postwachstumsökonomie ist wünschenswert oder so, fangen aus meiner Sicht dann die Probleme erst an. Also, weil Wachstum ist ja nur ein Indikator, also ich bin so auf dieser, Wachstum ist sozusagen ein Symptom oder so ein Nebeneffekt. Ebene. Und wenn man dann reingeht, also selbst wenn alle glauben, Postwachstum ist jetzt was Gutes, dann ist ja die Frage, was haben wir denn? Also dann kommt die ökologische Steuerreform, was krassen Gegenwind aus bestimmten industriellen Kreisen und anderen Fraktionen geben wird. Wir haben hier gerade am Institut eine spannende Debatte zu den Sozialversicherungssystemen. Wenn man die wachstumsunabhängig, also so aufstellen will, dass es auch ohne Wachstum funktioniert, dann werden da Leute, die jetzt gerade Anrechte auf Renten sozusagen sich erarbeitet haben, werden da Abschnitte machen müssen. Das ist, also irgendjemand wird da verlieren müssen, da kommt sozusagen die Verteilungsfrage. Ja, also mein Punkt, die diskursive Ebene zu verändern, ist nicht ausreichend, weil dann fangen die Kämpfe an, wenn es dann um die konkreten Politikmaßnahmen geht, aus meiner Sicht. Das als Kommentar. Als Frage zu den 10 Punkten oder 3 Punkten, ist mir jetzt an dem Punkt egal. Wir haben in dieser Broschüre von der Zivilenquete genau das versucht, es runterzubrechen auf Politikmaßnahmen. Und dabei würde ich sagen, ist eine unserer Erkenntnisse gewesen, dass wenn man das versucht, man im Grunde da ankommt, ich sage jetzt mal salopp, was die sozialökologische Szene eh schon immer gesagt hat, irgendwie man ist dann bei den verschiedenen Bereichen, hat dann im Grunde die Agrarwende, die Energiewende und was nicht noch alles da nebeneinander stehen. Und Postwachstum wäre aus meiner Sicht eher das Ergebnis aus all diesen Maßnahmen, die entsprechende Szenen eh schon fordern, plus vielleicht noch 2, 3 andere Sachen. Ich bin jetzt inzwischen ein bisschen davon abgewichen, sozusagen zu sagen, hey, das sind die 3 Postwachstumsforderungen, weil aus meiner Sicht zu sagen, Postwachstum auf einer höheren Flugebene ist als die politischen Forderungen, die man irgendwie realpolitisch durchsetzen könnte. Konkrete Forderungen zu verbinden mit dem Framing von Postwachstum ergibt wiederum aus meiner Sicht sehr viel Sinn. In der Frage formuliert, ergibt es trotzdem noch irgendwie Sinn, jetzt doch zu sagen, das sind die 3 Postwachstumsforderungen, könnte man natürlich. Ja, ich habe der Debatte auch mit dem Ohr gelauscht, dass im Prinzip ja auch über die Genderfrage genauso diskutiert wird. Das ist ohne Rationalität, Geschlechterhierarchie ergibt sich von selber und die Zuweisung qua Sex, bestimmter Fähigkeiten und Verantwortungen und Lasten, das ist ja genauso eine Litanei, die implizit, unbewusst, in stetigem Zusammenhang, auch in dieser Runde kam ja die Geschlechterverhältnisfrage gar nicht auf, dabei ist auch die Wachstumsfrage ja im Prinzip wie dieses Ernährermodell. Da ist dieser Produktivismus und der muss sein. Und solange ich als Reproduktive dem Produktivismus nichts entgegenzusetzen habe, ernähre ich mich ja von dem Produktivistischen als Reproduktive. Ne? Also das ist wirklich die gleiche Problematik. Und dass dann aber keinem hier irgendwie mal die Geschlechterfrage irgendwie als Thema aufscheint, ist dann wiederum erstaunlich.
aber zeigt eigentlich, wie beides sozusagen, wie tief das verwurzelt ist. Umso plausibler ist ja vielleicht ein Emanzipationsansatz. Das, was tatsächlich wächst, ist Unsicherheit, ist Belastung mit Verkehrsaufwand und nicht mit Verkehrsleistung, ist mit Energieabhängigkeiten, die dann eher zu Energiearmut führen und so weiter. Emanzipation hieß ja Freiheit von diesen Abhängigkeiten. Also das wäre sozusagen, ja, wo auch sozusagen dieses Ohnmachtsempfinden, was ja auch zu so einem Rechtsruck mit beiträgt, eine andere Perspektive entgegensetzt, ohne dass man schon das Alternativparadigma hat. Auch das ist ja mit der Geschlechterbewegung eigentlich gemein, dass man noch nicht weiß, wohin, aber weiß, dass man aufbrechen muss, wenn irgendwie eine Chance bestehen soll zur Existenzsicherung und zum Heile durchkommen. So, und also das gab mal bei Grüns die Anfrage Emanzipation vom Auto, als die Autoindustrie gerade Emanzipation per Auto propagieren wollte, weil sie merkte, der Männermarkt in Deutschland ist gesättigt, die Frauen haben jetzt das Geld und wie können wir die Binnennachfrage irgendwie nutzen. Und die Symbolik war dann von VW und auch Peugeot, Auto statt Partner, Emanzipation und Weltzugang über das Vehikel Auto und Technisierung, Energieverbrauch ist dann alles inklusive, also Anti-Öko als so. Und insofern war das dann mal umdrehbar. Das, was sozusagen als ökonomische Frage ja schon ziemlich gut ausdiskutiert ist und wo es auch den direkten Link Umwelt-Soziales gibt, ist ja genau das Reproduktive. Also bis hin zum, also das sich Erneuernde und Erhaltende oder das andere Erhaltende und andere Erneuernde. Und das geht ja hin sozusagen von Naturschutz über Care-Economy bis hin zu den Problemen der Deutschen Bahn, die auf Börsengang gefittet wurde und alle Redundanzen und alle Vorsorge und alles Versorgende, also alle reproduktiven Arbeiten sind verscherbelt worden. Also von den Weichenschmierungen, die dann einfrieren in ganz NRW, sodass man kaum hier hinkommen kann, über die Betriebswerke und die ganzen Reparateure, das ist alles ausgelagert. Also wenn man dieses sozusagen Versorgende, Versorgungswirtschaft und Versorgungsökonomie ist beides in der Krise und wir sind in einer alternden Gesellschaft. Dieses sozusagen Versorgen statt Wachsen, also und Sicherheit von versorgt sein und versorgt werden und aber auch Sicherheit beim Versorgen, dann denke ich mal, wäre das auch nochmal ein wichtiger Link, zumal ich auch glaube, dass eigentlich alle NGOs, die eine kritische Perspektive wollen, damit konfrontiert werden, dass alle demokratischen und fürsorglichen Ambitionen haben, angegriffen werden, weil sozusagen nochmal eine ganz andere Art von Modernitätsangriff folgt von rechter Seite, AfD. Und der Kern dessen wird bei Gender beginnen und wird sozusagen bei, ich sage jetzt mal, dem Ökoflügel der SS auch nicht, also das gab's. Also das wird eine andere Art von, oder Sieferle, also da gibt es ja Beispiele wie das auch umgedreht werden kann, wo man jetzt auch Vorsorge treffen müsste. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch die Möglichkeit für eine kurze Reaktion geben und aber auch nicht zu sehr überziehen, denn der Tag war ja schon lang genug. Sehr spannender Impuls, also diese Frage, sich über Produktivität, diesen Produktivitätsbegriff auszutauschen, hatte ich ja eben auch schon einmal eingebracht, dass es auch ein sehr grundlegendes Prinzip ist, was man vielleicht mal angucken müsste. Genau, vielleicht nochmal, es war, glaube ich, ja, einige Ideen und aber auch ein, zwei Fragen oder nochmal Anmerkungen, auf die ihr vielleicht reagieren wollt. Wir machen vielleicht einfach nochmal so eine Abschlussrunde und tut uns allen den Gefallen und macht es nicht zu lang. Danke. Ja, das ist der Punkt mit der Reproduktion.
mit den reproduktiven Tätigkeiten ist sicherlich, also einfach aus sozial, insgesamt sozial-ökologischen Erwägungen zentral, letztlich natürlich mit solchen Sachen wie Arbeitszeitverkürzung, was hier schon mal, also der Anteil der Eigenarbeit erhöhen, Anteil der Erwerbsarbeit senken, das sind ja Dinge, die durchaus auf demselben Atemzug genannt werden. Auch wer da eigentlich was machen soll. Ich meine, in gewisser Weise ist ja kulturell in den letzten Jahren ja ein bisschen was in die Richtung schon in Bewegung gekommen. Also es ist ja nicht mehr der gleiche Diskurs wie von vor 50 Jahren. Also es ist... Ja, genau. Aber das würde dann zum Beispiel heißen, dass man natürlich auch wieder Modernitätsgewinne preisgeben muss und davor auch, also diese Stier, was ich ja auch bei den Verteilungsfragen meine, also dass man, wenn in der Degrowth-Bewegung davor zurückgeschreckt wird, wie ich das an diesem Schmelzer Eversberg vorhin gezeigt wird, zu sagen, der Aussage zuzustimmen, dass härtere Verteilungskämpfe zu erwarten sind, dann ist es ein Zurückschrecken davor, den Stier bei den Hörnern zu packen. Und bei diesen Themen sind ja ähnliche Dinge im Raum, weil ich natürlich Modernisierungsgewinne, wie eben arbeitsteilig kann ich dann so und so viele Jahre mich meiner Bildung widmen und mit Büchern und durch die Welt und so weiter, das muss ich ja teilweise aufgeben. Und also unterschiedliche Leute müssen mehr oder weniger aufgeben. Und darüber tatsächlich zu reden, verlangt natürlich erheblichen politischen Mut. Wer da außer den üblichen Verdächtigen eigentlich mit anfangen soll, das ist eine strategische Frage, die ich gerne an meine Mitdiskutanten weitergebe. Ich habe dazu offenbar auch keine konstruktive Idee. Ja, Helga, zu deinem Punkt Wirtschaftsexpertise, das ist genau ein Defizit, das naturgemäß natürlich aufgrund der Geschichte, zum Beispiel der Umwelt-NGOs, aber auch sozialer NGOs da ist. Dem kann man aber abhelfen. Ne? Wir sind gerade dabei, eine Neustrukturierung zu machen und da wird es in verschiedenen unabhängig voneinander agierenden Teams bestimmte Rollen geben und eine Rolle, die da immer besetzt werden muss, ist die eines Finanzanalysten und eines Wirtschaftsanalysten. Also ja, aber das wird dann entweder in-house oder extern, aber diese Rolle muss in den Teams erfüllt sein. Ne? Also das ist eine Reaktion auf dieses Defizit, das da ist. Was mich nochmal auf diese Frage der wissenschaftlichen Fundierung bringt. Ne? Wenn wir Effekte haben, dass zum Beispiel Rentner von morgen Abstriche haben, dann ist das genau die Art von Analyse und Szenario-Rechnung, die wir bräuchten. Ja? Damit wir einfach auch unter uns da mal realitätsnäher argumentieren und sagen, gut, das wird die und die Folgen haben, die können ja politisch von uns gewollt sein, aber dann müssen wir auch Antworten darauf finden, wie wir damit umgehen. Ja? Also insgesamt glaube ich aber, wir werden keine Diskurse brechen in dem Sinne. Also ich würde mal fest behaupten, es gibt überhaupt keinen Wachstumsdiskurs. Ja? Den gibt es in unserer Community. Aber ich glaube, da draußen findet der gerade, weil wir so eine paradigmatische Verfestigung haben, gerade weil das ein so absolut unhinterfragtes Dogma ist, nicht in dem Sinne statt, dass man sagen kann, die Leute, wenn sie von den drei großen politischen Debatten in Deutschland reden, da wäre ein Punkt sicher die Wachstumsdebatte. Ja. Es gibt eine Debatte über Migration, es gibt Debatten über alles Mögliche, aber es gibt keine Debatte, jedenfalls für mich wahrnehmbar, über Wachstum und gleichzeitig ist, und das ist das Spannende an der Geschichte, gleichzeitig allen Menschen, und das zeigt nicht nur diese Umfrage, sondern zeigen auch viele Diskussionen, die ich auch mit Menschen aus anderen, ich sag mal, Kontexten habe, dass die Leute sehr genau wissen und spüren, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Also dieses Gefühl eines zu viel, eines an Belastungsgrenzen stoßen, eines, ja auch der Stress, den wir uns quasi selbst verursacht aussetzen, diese ganze Zeit hat so den Charakter des zu viel. Und da ist ein ganz unmittelbares, intuitives Verständnis da. Die Leute antworten eben dann auch auf Fragen, wie glauben sie, dass es mit dem Wachstum immer so weitergehen kann? Entschieden nein. Ja. Es hat nur nichts mit der wirklich öffentlichen Debatte zu tun, weil wir da in tiefen Schichten, auch in psychologischen tiefen Schichten agieren. Deswegen glaube ich hätte gar nicht den Anspruch, irgendwelche Diskurse zu drehen, die nicht stattfinden, sondern ich hätte eher den Anspruch, Elemente aufzubauen, sie aus verschiedenen Fachexpertisen zu beleuchten, sei es eine ökologische, sei es eine soziale, sei es eine kirchliche, wie auch immer, die aber alle auf den Punkt hinauslaufen, wir müssen unsere Wirtschaftsweise überdenken, wir müssen anders wirtschaften, wir müssen mit unseren Ressourcen, aber auch mit unseren menschlichen Ressourcen
anders umgehen als bisher. Genau, ich glaube, das eine schließt ja irgendwie an das andere an. Also ich glaube, wenn man so einen alternativen Diskurs aufbauen will, ist es natürlich schon so, dass man ein bestimmtes, auch wenn es kein Wachstumsdiskurs ist, aber ein Wachstumsdogma sozusagen, dass man das irgendwie erstmal auseinandernehmen muss und kritisieren muss. Ich glaube, das sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Aber ich glaube, da gibt es gar nicht so einen krassen Widerspruch. Ich glaube schon, dass es so eine strategische Frage ist, so ein bisschen, was du auch aufgeschmissen hast. Versteckt man es eher so ein bisschen und macht so Politikmaßnahmen, die man eh schon immer machen wollte und die man eh schon immer fordert und fordert die jetzt einfach, weil sie auch eben wichtig sind für die Postwachstumsgesellschaft, oder macht man es halt einfach nochmal explizit? Und ich habe schon den Wunsch der Veranstalterinnen so verstanden, dass es wirklich auch sozusagen darum geht, ne, auch nochmal dieses Dogma sozusagen auch wirklich nochmal anzusprechen und auch zu brechen. Und ich glaube, man sollte beides gleichzeitig machen, wäre mein Plädoyer. Ich will noch mal einen Punkt machen, dass ich glaube schon, dass dieses Thema Postwachstum eigentlich wirklich die Gelegenheit par excellence ist, eben Öko- und soziale Themen zu verbinden. Das ist in den Umwelt-NGOs, glaube ich, ja schon länger irgendwie so immer der Diskurs und die Frage, aber ich glaube, das ist eigentlich total die coole Chance, das jetzt wirklich mal sozusagen zusammenzudenken und auch wirklich zusammen zu campaignen und zusammen mit eben, weiß ich nicht, den Gewerkschaften oder wem auch immer, mit den Wohlfahrtsverbänden zusammenzufahren. Und ich glaube, da kann man grundsätzlich auch total viel von gewinnen. Ich würde als allerletztes Plädoyer immer noch auch nochmal erwähnen, dass es natürlich auch eine internationale Dimension gibt. Also die haben wir heute mit Absicht nicht besprochen, aber dass die jetzt nicht total hinten runterfällt, weil ich glaube schon, dass das Thema, das kann man halt nicht nur deutsch behandeln letzten Endes. Ne? Also man muss sich dann sozusagen auch immer so ein bisschen die globalen Kontexte angucken, aber dafür sind ja auch so Organisationen wie Brot für die Welt da. Ja, ich hatte eben gesagt, das Klimathema konnte dann fliegen, als ganz bestimmte Dinge ausgeblendet wurden und es nur noch Win-Win-Win-Situationen gab. Und da war das Wuppertal-Institut nicht ganz unschuldig dran. Damit ist Ernst von Weizsäcker groß geworden und viele namhafte Ökonominnen und Ökonomen. Das geht nicht mehr. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit wäre ein wesentliches Element dessen, was tatsächlich dazu führen könnte, dass ein neues Paradigma aufgebaut wird. Denn, wie gesagt, das gibt es ja noch nicht. Wir wissen ja gar nicht, was eine Alternative zu dem bestehenden Paradigma sein kann. Ein großes Hindernis dabei sind die eigentlich uns wohlgesinnten Umweltökonomen. Denn ich erinnere mich an den Streit mit Ottmar Edenhofer. Es gab diese T20, also die Begleitung Thinktanks aus den 20 G20-Staaten, wo in jedem Papier in dieser Gruppe Climate Finance Policy Wachstum sogar in der Überschrift drin stand. Ja. Also wie die Klimapolitik alles zu mehr Wachstum führen könnte. Ich habe das moniert, schriftlich, in jedem einzelnen Papier und dann nochmal mündlich. Und die Antwort von Ottmar war, wir müssen Wachstum da reinpacken, weil sonst wird es nicht gelesen. Und solange diese sozusagen Haltung weiter existiert, wird es keine wirkliche Entwicklung geben. Weil dann auch das, was wir an Positivem sozusagen an positiven wirtschaftlichen, ökonomischen Impulsen haben, immer wieder in die falsche Richtung führt. Und deshalb mein Plädoyer, ich halte mich da selber nicht dran. Ich weiß es, ich habe das in der Enquete nicht gemacht, ich mache es im Moment auch noch nicht. Aber vielleicht muss man wirklich Susanne Moser ernst nehmen, die auf dem Klimakommunikationskongress, die kommt von der Columbia University, die Transformation, die gesellschaftliche, die wir brauchen, auch mit einer individuellen Transformation verglichen hat. Und wie schwierig das ist, sich selber zu transformieren, wie viel Hilfe man dabei braucht, welche Verluste es auch gibt, für jeden Menschen gibt, der sich selber transformieren will und natürlich auch für Gesellschaften, um das aber auch wirklich mal anzusprechen. Und vielleicht kann man an den Strukturwandeldiskussionen, Just Transition, die nur für einzelne Sektoren oder Gebiete gilt, sich da mal ein Beispiel nehmen und das sozusagen vergrößern. Es wird jede Menge Verluste geben und es kommt darauf an, den Menschen die Angst davor zu nehmen und das so zu gestalten, dass es tatsächlich
ja, erträglich bleibt für den Einzelnen, aber auch für gesellschaftliche Gruppen. Das wäre mein Plädoyer. Ja, ganz herzlichen Dank. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und viele, ich fand, es waren viele interessante Ideen dabei, viel interessanter Austausch. Ganz lieben Dank auch nochmal an Sie, für Ihre Rückmeldungen und überhaupt dafür, den ganzen Tag mitgestaltet zu haben und dabei geblieben zu sein, vielleicht auch später gekommen, wie auch immer. Manche waren den ganzen Tag hier. Es war ein sehr schöner, sehr spannender Tag, ein toller Abschluss hier mit euch. Und genau, jetzt haben wir uns alle den Feierabend verdient. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt und sicherlich auf bald bei der nächsten Runde zu diesen Themen.